Klingenstadt, Solingen. Zentrum der bergischen Schneidwarenindustrie. Mit der Industrialisierung im vorigen Jahrhundert bildeten sich innerhalb des Solinger Messermacherhandwerks spezialisierte Berufszweige aus. Dazu gehörten die Reider, die sich vor allem in der Hofschaft Unnersberg niederließen. Ja, hier im Unnersberg, da waren sehr viele Reider. Hier läuft ein ganz kleiner Bach bei uns durch den Garten. Der verbindet sich da unten mit einem Bach. Und der ging dann ganz runter durch den ganzen Unnersberg durch. Und da kam noch ein anderer Zufluss. Und da wurde der erst brauchbar. Ne? Da fingen dann die Schleifgarten an. Aber hier im Unnersberg, da war keine Wasserkraft. Und da haben die Räder sich hier im Unnersberg angesiedelt. Da waren all die kleinen Fachwerkhüsse. Hüsker, da waren die Miete, war billig. Ja. Und dann die Taschen mit den Rädern, die hatten hier bloß einen kleinen Raum nötig. Ja. Und haben ja Messer gemacht und Jutsch gemacht. Ja. So erinnert sich Walter Krebs, 87 Jahre, Einsteckreiter am Unnersberg. Vom Garten aus ist im Kellergeschoss seines Wohnhauses die Werkstatt zu erreichen, die vor über 60 Jahren eingerichtet worden ist. Für den Film zeigt Walter Krebs Arbeitstechniken eines Einsteckreiters. Der Einsteckreiter montiert Messer und Gabeln, indem er Heft und Klinge durch Einbleien oder Einharzen zusammensteckt und ausrichtet. Zum Herstellen von Metallmessern muss er auf der Exzenterpresse die unterschiedlich langen Klingenerle auf 24 mm kürzen. Der Erl ist die hinter dem verdickten Klingenkropf auslaufende Spitze, die in das Heft eingesteckt wird. An der Werkbank vor der Fensterfront füllt Walter Krebs die hohlen Metallhefte zunächst mit Sand, damit sie ein höheres Gewicht erhalten. Er gibt nur so viel Sand in das Heft, dass der Erl noch beweglich ist. Die Messerspitze Harz, die auf die Sandfüllung gestreut wird, schmilzt beim späteren Einbleien der Klinge und bildet einen dichten Film zwischen Sand und Blei. Nach dem Einfüllen des Harzpulvers prüft der Reiter, ob Messerheft und Klingenkopf lückenlos schließen. Falls erforderlich, wird die Heftkante mit der Abschlussfeile nachgefeilt, schließend gemacht in der Sprache der Reiter. Zum Montieren der Messer wird auf dem Gasöfchen Hartblei erhitzt. Wichtigstes Arbeitsgerät bei der Endfertigung von Metallbesteck ist der Einbleiapparat. Der Reiter spannt die beiden Messerteile in diese Stuckmaschinen ein. Heft und Klinge lassen sich mit Hilfe von Schrauben verschieben, bis das Messer justiert ist. Dann kann der Reiter das flüssige Blei in die Heftöffnung eingießen und die Klinge einstoßen. Den arbeitserleichternden Einbleiapparat erfand ein Düsseldorfer Ingenieur in den 20er Jahren. Walter Krebs, der anfangs noch von Hand eingebleit hat, schaffte seine Stuckmaschinen um 1930 an.
Zur Grundausstattung der Reiderwerkstatt gehören die Pleastböcke. An diesen Geräten können die Bestecke mit den entsprechenden Scheiben gepleastet bzw. fein geschliffen und poliert werden. Der Reiter schleift die Nahtstelle zwischen Klingenkopf und Messerheft ab, um Bleirückstände zu entfernen. Unter der Werkbank ist die Wellenschleifmaschine installiert. Der Wellenschliff gehörte nicht zu den eigentlichen Aufgaben des Reiters, sondern wurde in den Lieferfirmen ausgeführt. Walter Krebs hat sich diese Technik erst spät angeeignet, Anfang der 50er Jahre nach seiner Meisterprüfung als Messerschmied. Am Pleastbock werden abschließend die Messer auf einer Lappenscheibe, die zuvor mit einem Poliermittel behandelt wird, fein poliert. Zur Biografie von Walter Krebs. 1901 in Brühl-Unnersberg geboren, erlernte Walter Krebs von 1915 bis 1918 das Reiderhandwerk in der Stahlwarenfabrik Herder. Nach Abschluss der Lehre blieb Walter Krebs bei der Firma Herder beschäftigt, ehe er sich 1923 entschloss, seine eigene Werkstatt einzurichten. Ja, da habe ich doch die Arbeit bis 1923. Und ich hatte immer Spaß dran, zu der Heim. Da habe ich einen richtigen Heimarbeiter. Und da war ein Junge, war in der Kellerraum. Dann haben wir dann, oh, zwei Mann haben wir dann tiefer geleitet. Ich muss die Vorschrift von einer gewissen Höhe, ne? Einer Fenster drin gemacht. Und dann habe ich mich langsam selbstständig gemacht. Da kommen das nicht. Man hat ja nichts, da war ja die Inflation da, ja. Allmählich habe ich mir dann den ersten Elektromotor, den habe ich geholt, der kostet 100.000 Mark, ja. Ne? Ja, und dann so ein Teil am Eiern, da holt einen alten Räder, der holt ab, ja. Da habe ich mal so eine Drehbank, die muss noch getreten werden, ja. Geholt. Und so haben wir nur und nur alles zusammen geschachert und dann habe ich den immer gefangen. Ja. Nach dem Einbleien, das nur bei Metallbesteck angewandt wurde, zeigt Walter Krebs ein zweites Arbeitsverfahren des Einsteckreiters, das Einharzen. Er fertigt nun ein Messer mit einem Heft aus Hirschhorn.
Zunächst muss der Hirschhornrohling an beiden Enden angefräst werden, um Metallband und Metallkappe anbringen zu können. Die Metallkappe ist als Heftabschluss erforderlich, da Hirschhorn innenmarkig und weich ist. Am zweiten Pliestbock arbeitet der Reiter auf der Schleifscheibe die vorgefrästen Zapfen nach. Nach dem Fräsen und Pliesten der Zapfen folgt das Vorpolieren. Hierzu rüstet Walter Krebs den Pliestbock um und wechselt den Fräser gegen eine Lappenscheibe aus. Der hochklappbare Deckel über der Pliestachse sitzt am Staubkasten. Ehe es die Stuffkästen mit Absaugvorrichtung gab, hatte man, wie Walter Krebs berichtet, bloß einen Bock mit einem Brett, das einem der Dreck nicht ins Gesicht flog. Der verteilte sich dann im Raum. Die Polierscheiben werden, je nach zu bearbeitendem Material und Scheibenart, mit verschiedenen Mitteln wie Pasten und Fetten behandelt. Die Lappenscheibe zum Vorpolieren, den Schuhhoddel, streicht der Reiter mit einer Bimssteinmischung ein. Um den Klingenerl einstecken zu können, bohrt der Reiter das Hirschhornheft von beiden Seiten an. Dabei müssen sich die Bohrungen exakt in der Mitte treffen. Walter Krebs feilt die beiden Heftenden mit der Zapfenfeile der Ahnschnitzfiel nach. Zum Feilen ist das Hirschhornheft auf den Tappepin gesteckt, der im Schraubstock festgeklemmt ist.
Die Feilen, mit denen das Aufsetzen von Band und Kappe sowie das Einpassen der Klinge vorbereitet wird, stellte Walter Krebs selbst her. Nach dem Einpassen kann die Messerklinge eingeharzt werden. Hierzu verwendet man eine Mischung aus Harz und Schlemmkreide. Das Mischungsverhältnis gibt Walter Krebs an mit ein paar Kilo Harz und ungefähr ein Kilo Knitte. Die Schlemmkreide gibt dem Gemisch, das zu einer sämigen Flüssigkeit erhitzt wird, die nötige Konsistenz. Die eingeharzte Klinge richtet Walter Krebs nach Augenmaß aus. Nach dem Erkalten des Messers kann der Reiter die Harzrückstände an der Nahtstelle von Heft und Klinge entfernen. Am Pliestbock werden abschließend Band und Kappe feinpoliert. Zur beruflichen Situation der Einsteckreiter. Die Einsteckreiter bildeten eine der vielen spezialisierten Berufsgruppen, die als Heimarbeiter den Stahlwarenfabriken zulieferten. Sie waren in einem Fachverein organisiert, der die in Preisverzeichnissen festgelegten Löhne aushandelte. Die Reitlöhne betrugen beispielsweise 1930 für Hirschhorn-Tranchier 5,08 Mark pro Dutzend Paar. An Hirschhorn stellte ein Reiter am Tag, laut Walter Krebs, 5 Dutzend Paar her. Birnbaumbestecke, die ganz billig waren, da musste man mindestens 15 bis 20 Dutzend machen. Walter Krebs bereitet nun am Schraubstock Hefte für Messer vor, die mit einem kombinierten Einharz-Einbleiverfahren fertiggestellt werden sollen. Zunächst feilt er den Zapfen nach, um dann das Band aufzusetzen und den Klingenerl in das Heft einzupassen. Zur Rohwarenbeschaffung. Die Fabrikanten stellten den Heimarbeitern die Hefte, Bände, Kappen und Klingen zur Verfügung. Die Reiter holten die Rohware bei der Firma ab und brachten die fertigen Bestecke wieder dorthin. Die Liefermengen richteten sich nach Bestecksorten und auch nach der Auftragslage der Fabriken. Die Materialien wie Blei, Harz oder Polierpasten musste der Reiter selbst beschaffen. Dafür zahlte ihm die Lieferfirma einen 20-prozentigen Materialzuschuss. Der Einsteckreiter unterscheidet 2 Einharzverfahren. Beim Hirschhornmesser zeigte Walter Krebs das einfache Einharzen einer Klinge mit Kurzerl. Bei Messern mit Heften aus Knochen, Perlmutt oder Holz gibt es eine andere Herstellungsweise, die Walter Krebs nun anwendet. Zunächst harzt er eine zuvor erhitzte Langerlklinge ein.
Um die Öffnung zum späteren Eingießen eines Bleipfropfens freizuhalten, steckt man den Prel in den Heftkopf. Nach dem Einharzen schmilzt der Reider Weichblei. Der Bleipfropfen soll den Klingenerl fest verankern. Beim Einbleien aus freier Hand hat sich Walter Krebs erstaunlicherweise nie Verletzungen zugezogen. Bei Messern aus Birnbaum oder Ebenholz, erzählt er, hatte man 6 Stück in die Hand genommen und dann ging das zack, zack, zack. Also mir ist noch nie etwas dabei passiert. Der Bleipfropfen wird später abgeschliffen und feinpoliert. Walter Krebs arbeitete bis 1950 als selbstständiger Einsteckreiter in seiner Werkstatt am Unnersberg. Danach ist er noch 17 Jahre als Fabrikationsleiter bei der Solinger Besteckfirma Merten tätig. Zuvor hatte er die Meisterprüfung im Messerschmiedehandwerk abgelegt. Ja, da habe ich bis 1950 habe ich hier unten gearbeitet. Ich kam 1946 aus dem Krieg zurück. Da lief da die Nachricht, dass die Handwerkskammer, dass die die Solinger Berufe als Lehrberufe für das Messerschmiedehandwerk annahmen. War früher nicht möglich, wurden die nicht anerkannt. Aber jetzt wurden die Berufe anerkannt und das interessierte mich. Da habe ich mich beworben und Kursus mitgemacht. Und dann habe ich 1949 die Meisterprüfung im Messerschmiedehandwerk gemacht. Das war ja viel seit ja wie das Reiten, ne? Aber haben wir Spaß gemacht. Und ich habe es auch gut über die Runden gekriegt.